Freunde, wir haben ein paar Balancing-Changes bekommen und zwar sehr erfreuliche Nachrichten für die ganzen Leute, die aktuell ein bisschen budgetmäßig unterwegs sind und vielleicht noch nicht das Meta-Endgear spielen, für die Leute, die nicht Streamer sind im Endeffekt. Freunde, wir haben ein paar Balancing-Changes und zwar haben Armors technisch gesehen einen Nerf bekommen, nicht wirklich, ja, es wurde was verändert und zwar der Throughput-Damage wurde erhöht. Was genau das bedeutet. Der Throughput-Damage, ja, der Non-Penetration-Damage. Ich weiß nicht genau, wie ich diesen Damage nennen sollte. Im Endeffekt, was passiert ist, wenn eine Kugel aktuell auf ein gepanzertes Ziel trifft, dann wird diese Kugel gestoppt und penetriert nicht. Das hat bis jetzt schon immer einen Schaden in Escape from Tarkov hinterlassen. Dieser Schaden wurde jetzt allerdings gebufft. Insgesamt bis zu 40% bei Armored Rigs. Und das hilft natürlich jeder einzelnen Waffe, die mit etwas niedriger Penetration Values unterwegs ist. Heißt also, was genau bedeutet das jetzt für uns, wahrscheinlich für die Meta, was ist meine Prediction an der Stelle? Naja, ich hatte letztens ein Video hochgeladen, ob die Arsenal wieder Meta sein wird. Das ist ein riesiger Buff für alle Munitionen, beziehungsweise für alle Waffen mit einer hohen Fire Rate. Die Fire Rate Meta wird sehr wahrscheinlich noch prägnanter werden als bis jetzt erwartet. Die HK, die AS, weil alle Waffen, die eine hohe Fire Rate haben, werden davon extremst profitieren. Es wird euch wahrscheinlich nicht gefallen, aber auch die Vector wird davon extremst profitieren, würde ich jetzt an der Stelle mal sagen. Weil gerade die AP63 hat nicht gerade die geilste Penetration Value, aber wird auf jeden Fall die Time to Kill mit dieser Munition, denke ich mal, gut reduzieren. Ich guck mal, vielleicht finde ich da noch ein paar Values, die ich da jetzt in euch noch irgendwie in den Pinned-Kommentar setzen kann, die ich aktuell jetzt nicht gerade zur Hand habe. Aber Freunde, wir sind hier im Tag auf Play-by-Play-Format für die ganzen Leute, die neu sind. Erstmal, ich bin der Nico Le Twisted. Schön, dass ihr da seid. Und ja, was ist das Play-by-Play-Format? Im Prinzip ein Format, wo ich einfach komplett versuche, auf PvP zu gehen, High-End-Meta-Gear-Spiele und einfach euch ganz genau erkläre, was in meinem Kopf aktuell vorgeht, wie ich bestimmte Informationen im Raid verarbeite, in der Hoffnung, dass ihr ähnliche Entscheidungen treffen könnt oder das genaue Gegenteil von meiner Entscheidung treffen könnt, damit ihr halt ein bisschen besser unterwegs sein werdet. Und ja, Freunde, ich zocke jetzt aktuell gerade wieder eine AS, weil lasst uns mal eben kurz in das eigentliche Loadout reinspringen und dann können wir uns nochmal angucken, was hier genau alles abgeht. Holy shit, das war mal ein Intro, ne? Und ein Intro and a half, würde ich mal sagen an der Stelle. Holy fuck. Freunde, ja, wir spielen wieder die AS, weil achtet bitte nicht auf meinen aktuellen Rubel-Kontostand. Lass uns da einfach nicht drüber reden. Das ist, ich bin reich, ich bin nicht pleite. Das ist eine andere Geschichte. Freunde, wir laufen aktuell die H-Grid mit dem Fast MT in Kombination. Ich habe mir ein paar mehr Gedanken gemacht, warum ich jetzt aktuell mehr H-Grid laufe anstatt Slick. Und zwar ist die H-Grid insgesamt 50.000 Rubel günstiger fast in der Versicherung. Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich auch einfach nur irgendwie Lack gesoffen, aber ich glaube, die H-Grid ist wirklich weitaus günstiger. Wir können auch mal ganz kurz hier den Test machen. Die Slick, hier haben wir eine volle Slick. Wenn wir die versichern, sind wir bei 97.000 Rubel. Die H-Grid, wenn wir die versichern, sind wir bei 54.000 Rubel. Okay, ist nicht ganz 50.000, ne? Aber mit der Mathe-Rechnung in meinem Kopf waren es auf jeden Fall 50.000, das passt schon. Und sie ist halt auch in erster Linie günstiger, aber du hast trotzdem noch eine 6er-Armor. Ich glaube, ich werde wirklich zur H-Grid ein bisschen mehr greifen, anstatt zur Slick, weil in der Versicherung es dann doch wirklich ein saftiger Preisunterschied macht, to be honest. Also das nochmal vielleicht als Info für euch, das könnte für euch ganz interessant sein. Aber ansonsten laufen wir eigentlich die Standardsachen Propital, H-Grid, Fast MT. Meiner Meinung nach, Freunde, der Full-Modded Fast MT ist einfach der geilste Helm mit der 5er Armor Slab Kombination. 4er Base dabei, 3er Side Armor, 2er Armor, das heißt man hat fast überall eine Ricochet Chance und das auch zum Teil mit einer High Ricochet Chance. Dann noch die Condor Brille mit dazu. Einfach komplett Ricochet Chance decked out und man hört noch alles. Und sagen wir es mal so, der Hauptschutz sollte halt generell bei einem Helm vorne sein. Und das ist halt hier der Fall, wenn ihr von hinten kaputt geschossen werdet, wenn ihr von hinten angeschossen werdet, dann habt ihr sehr wahrscheinlich mit eurem Positioning einen Fehler gemacht. Deswegen, der Fast MT ist meiner Meinung nach aktuell der beste Helm in Escape from Tarkov. Einfach Zucker das Teil. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir schwingen uns einfach jetzt mal auf Customs. Da ich nicht mehr allzu viel Kohle habe, sollte ich instant sterben, dann bin ich tot. Dann ist das so, aber dann werden wir das Ganze ein bisschen länger analysieren. Freunde, für die Leute, die noch nicht Bescheid wissen, ich streame aktuell Montag bis Freitags 10 bis, ja, sagen wir mal 15, 16 Uhr. Kommt immer so drauf an, was für einen Tag ich habe in Tarkov aktuell. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Aber
Lass uns jetzt mal rein ins Game springen. Abfahrt. Und dann wollen wir noch mal gucken, was Customs so auf sich hat für uns. Ich hoffe, dass wir nicht allzu sehr aufs Maul bekommen. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. Freunde, was haben wir denn hier erstmal für einen Spawn? Oh Gott, ich habe meine zweite Tastatur hier noch. Hier liegen Dinge da, wo sie nicht liegen sollen. Okay. Alles klar. Wir pushen direkt Dorms, weil ich habe Bock. Wir könnten jetzt auf den Counter-Spawn-Push gehen. Direkt hier vor uns, geradeaus beim Crackhaus. Ist aber die Arswahl nicht die richtige Waffe für, meiner Meinung nach. Wäre jetzt nicht so geil. Ich will mich wirklich eher in Dorms aufhalten. Könnte dadurch eine kurze Runde werden, aber Content. Ne? Sterben ist auch Content, würde ich mal sagen, an der Stelle. Ja. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wirklich, denke ich mal, relativ wenig Kontakt. Ich werde mir hier jetzt erstmal schon mal die Vaseline reinschmieren. Ja, hier werden wir jetzt, glaube ich, eher weniger Kontakt haben. Es sei denn, Crackhouse-Spawn ist jetzt hier aggressiv über diese Linie gepusht. Aber normalerweise moven die eher in Richtung Construction. Ich laufe jetzt hier erstmal einen Ticken safe. Alles klar. Top-Spawn, beide Top-Spawns in Dorms haben sich schon getroffen. Oder es ist die Gang. Oder es ist Rishi. Aber dafür hören wir weniger Granaten. Wenn es Rishi und seine Gang ist, würden wir normalerweise ein paar mehr Granaten hören. Oh, jetzt wird es ja ganz wild. Okay. Wir schwingen direkt rüber. Ich will direkt versuchen, über das linke Waldgebiet jetzt hier reinzurennen. Ich habe nicht auf meinen Ausdauer geachtet. Tut das niemals. Ausdauermanagement, Freunde. Ich sterbe, Nico. Okay, sehr gut. Und weiter Ausdauermanagement angehen. Gucken wir mal. Car-Extract wurde noch nicht gecallt. Das checke ich immer ganz gerne mal. Ob der Dorms V-Exit schon genutzt wird. Na, jetzt gerade auch durch die Skef-Karma-Events war das natürlich auch ein Playstyle, der sehr interessant war. Für einige Spieler, dass sie halt einfach direkt Vollgas gegeben haben und zum Exit gepusht sind. Aber hier ist die Tür nicht auf. Wird wahrscheinlich auch einer zugemacht haben. Das war über mir, ne? Zwei. Jetzt wird's wild. Da kommt einer. Propital reinziehen. Ganz ehrlich, das war nur Glück. Dass ich das überlebt habe, das hat nichts mit Skill zu tun oder sonst irgendwas. Er hat einfach seine Shots veraimt. Ich sage es so, wie es ist. Da habe ich falsch reagiert. Ich hätte da direkt aggressiv gegenpushen sollen. Sage ich direkt so, wie es ist. Das war mein Fehler. Aber gut. Dann haben wir an der Stelle erst nochmal einen Spieler. Ich möchte eigentlich ungern mir hier was zusammentackern, aber wir machen das jetzt. Wir riskieren das. Wir riskieren das. Gut, dass ich den Popital gezogen habe. Heißt also, ich heile mich jetzt auch direkt nebenbei noch hoch, während ich jetzt am Tackern bin. Das heißt, ich kann mir gleich eine Heilanimation insgesamt sparen, was auf jeden Fall geil ist. Ich werde mir als nächstes, glaube ich, den Stomach wiederholen. Nochmal mit dem, obwohl, nee, ich glaube, ich tackere einfach direkt noch die zweite Runde. Ich riskiere das jetzt voll und ganz. Weil hier, gerade natürlich beim Eingang, ist es echt eine ungeile Situation. Das ist etwas. Sofort abbrechen mit Linksklick. Mich einmal eben kurz noch hochheilen. Schnapp mir den Arm wieder. So. Taschenlampe. Und Running Peak. Alles klar, das ist die Gang. Möglicherweise nicht die Gang. Ne, müsste die Gang, oder? Ich weiß es nicht. Ne, es ist die Gang. Es ist die Gang auf jeden Fall. Alles klar. Das heißt, wir haben Spieler außen. Okay, er pusht nicht. Das waren Spieler. Alter, was ist denn jetzt hier los? Habe ich die Tür da hinten offen gelassen, außen? Not sure, ob ich gerade was gedroppt habe oder nicht. Wir warten ab. Ich will jetzt erstmal meinen Arm wiederholen. Das ist auch wieder so eine ekelhafte Position zum Tackern. Auch wieder eine sehr, sehr ekelhafte Position zum Tackern. Wir müssen Magazine managen. Ich habe mich in eine echt ekelhafte Situation gebracht und ein Magazin zu wenig mit in den Raid reingenommen, wie ich das gerade hier sehe. Das ist also ganz ehrlich, das hier wird ein Tag auf Playboy Play, wie man es nicht machen sollte. Auf jeden Fall ein Magazin mehr mitnehmen. What the fuck am I doing here? So,
Wir tackern, also wir klippen mal eben kurz ein Magazin nach. Wir haben jetzt 2 Guards down. Wir haben 2 Spieler down. Außen einen Spieler, der weggerannt ist. Wir haben oben einen Shuffle gerade gehabt. Rechts oberhalb von mir war ein Shuffle. Direkt im L. Bewegt sich gerade. Ich hatte es gerade noch einen Step auf dem linken Ohr. Das heißt, der wird genau im L stehen. Das heißt, wenn wir Glück haben, eine Granate. Eine perfekte Nathan, wir haben den Dude. Aber ich will erst nochmal ein Magazin noch weiter nachklippen. Nochmal Steps. Könnte ein Zweierteam sein. Könnte ein Zweierteam sein, aber ich möchte mich nicht darauf festlegen. Spieler hinter mir kommt wieder. Oh, Crouch. Schön leise. Auto wurde immer noch nicht genutzt. Ist irgendwo da in dem Bereich. Wird wahrscheinlich die Kante pre-aim. Hält sich an der Mauer. Den können wir runtersprayen. Komm. Dem habe ich nie im Leben gerade gedrückt. Der ist da nicht wieder rausgekommen. No way. Habe ich den gerade ernsthaft durch den... Habe ich den gerade ernsthaft durch den Baum gedroppt? Das wäre halt absolut insane, wenn ich das gemacht habe. Pog? Fragezeichen? Not sure? Not sure? Wir gucken erstmal, dass die Tür da hinten wieder zukriegt. Und dann Treppen. Auf jeden Fall müssen wir aufpassen. Und dann checken wir erstmal ganz kurz, was der Kollege hier hatte. Das scheint eine M4, ne, eine HK zu sein. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr schön, dass der Dude kein Aim hatte. Das ist ein Träumchen. Alles klar. Was auch immer das jetzt gerade hier für eine Kugel war. Wir schnappen uns die HK. Hoffen wir mal, dass 8.5 geladen ist. Wenn ja, das könnte das richtig saftig sein. Ich tausche hier mal eben das Hemostat aus. Morphin. Packen wir uns einfach hier in die Tarzan-Rig. Die nehmen wir einfach direkt mit. Noch eine weitere Granate wird uns definitiv helfen. Über mir steppt. Lol. Okay. Hätte ich Aim, dann wäre das alles gar kein Problem gewesen. So, du hattest auf jeden Fall einen der Guards schon gekillt. Sonst hätte er die Adar nicht dabei. Doch, der Guard hat dann noch einen Spieler gekillt. Wir haben noch einen Spieler minus. Heißt, wir sind jetzt insgesamt... Oh Gott, könnte ich jetzt Mathe. 5 Spieler minus in der Lobby? Von denen wir wissen, dass die weg sind? Ich glaube ja. Wir holen uns mehr Granaten wieder. Ich meine, 5 sind es insgesamt. Eieieiei. So, Scope noch mitnehmen. Das brauchen wir alles nicht. Momex tauschen wir aus. Weil sie geiler aus. Nehmen wir mit. Hey, wird ein richtiger Loot-Simulator hier. Finde ich gut. Finde ich gut. Dann kriege ich wieder ein bisschen Kohle hier endlich mal ran. M856A1, sehr schön. Entklippen wir auf jeden. Verstehe nicht, warum nicht der die anderen Magazine von der Adana auch mitgenommen hat. Oder vielleicht hat er sie mitgenommen, einfach nur im Secure dabei. Das kann auch sein. Das packen wir nach vorne, das Scope. Und jetzt packen wir das andere Scope auf die AK-74. Looting like a professional. Looting like a professional und so. Kappa. Gut. Lass uns mal gucken, was oben so abgeht. Vielleicht ist Markstrom sogar noch gar nicht gelootet. Jetzt werden wir hier richtig, jetzt mutieren wir hier richtig zum Lootgeier. Und mich würde es wirklich interessieren, ob wir von oben, vielleicht von der 3 Kitchen, spotten können. Ob wir von da spotten können. Rishi ist ja auch tot. Ob wir da außen was gedroppt haben oder nicht. Das war wirklich der Scav hier aus dem 2er L. Wir haben, ja, bei der Train Station haben wir ebenfalls noch Shots. Hier ist komplett alles gelootet soweit. Ja. Rishi hat er auch leer gemacht. Rishi hat er auch leer gemacht. Aber auch hier, er macht 561, die übergelassen wird. Und eine Labs-Karte? Reste looten Pogchamp? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt, was diese Runde jetzt gerade angeht. Gerade was den Loot angeht. Normalerweise sage ich immer, dass ich halt nicht loote in diesen Runden. Einfach damit ich halt so schnell wie möglich zum PvP gehen kann.
Aber gerade lohnt es sich halt so ein bisschen, muss ich gestehen. Wir machen weiter. Wir haben weiterhin Shots Richtung Construction. Die müssen wir weiterhin auf dem Schirm haben. Und Nate. Gut aus. Noch einer. Der Granate rennen wir hinterher. Und wir checken, was hier hinten so abgeht. Marktroom ist looted. Alles klar. Marktroom ist gelootet. Der droppt eine Rig. Okay. Finde ich interessant, weil habe ich jetzt auch nichts gegen, weil die Asimut ist auf jeden Fall viel, viel besser als die Tarzan-Rig. Vom Looten her, wir haben noch eine 1911, was die beste Pistole im Spiel ist. Zumindest vom Aussehen her. Von allem anderen definitiv nicht. K-Extract ist nicht da. So. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich den gerade gekriegt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn einfach nur gespottet und... Okay. Nice. Wow, da ist noch einer. Halt, stopp, Rückzug. Wir müssen sofort hier los. Wir müssen sofort hier weg, sonst wirft er eine Granate hier hoch. Wie komme ich jetzt am besten hier weg? Wir haben Ausdauer. Ich versuche die zwei zu droppen über den Fast Drop. Das probieren wir. Der ist irgendwo hinter ihm im Wald. Nein! Wir haben es nicht geschafft. Falls ihr euch fragen solltet, warum ich 2 Millionen habe, wegen solchen Timing-Toten. Der Dude verkackt die Nate und ich renne in die Nate rein. Das kann doch jetzt nicht sein. Oh no. Ja gut, keine Ahnung. Ich hätte auch einfach wieder zurückrennen können. Ganz ehrlich. Ich habe damit gerechnet, dass er einfach mir... Der Grund, warum ich nicht durch die Tür rennen wollte, war in dem Falle halt, damit ich... Weil er halt auf einer Geraden einfach nur hätte schießen können. Das heißt, er hätte mir ohne Probleme hinten halt einfach in den Kopf schießen können und... Ich wäre down gewesen. Ne? Das ist halt so im Endeffekt das Problem, was ich da in der Situation hatte. Ich glaube wirklich, zur Seite moven war halt eine gute Idee. Nur diese Granate, also ganz ehrlich. Fuck. Nee, ich glaube wirklich, die beste Art und Weise, da dagegen zu gehen, wäre der Move gewesen. Weil er hatte halt einfach einen geraden Shot aus dem Wald perfekt einfach in die Richtung, in die Richtung des Dorms rein. Ich hätte so einer auf so einer langen Geraden halt einfach geradeaus rennen müssen. Hätte mir sehr wahrscheinlich das Leben gekostet. Unlucky Timing. Das sind einfach so diese typischen Engagements in Escape from Tarkov, wo man einfach überhaupt gar keine Chance hat. Wo es sich anfühlt, dass man keine Chance hat. Ich hätte mit meiner Positioning hätte ich da ein bisschen anders gegenwirken können. Aber gut, ist es leider so, wie es ist. Aber das ist dieses typische Getting Tarkov, ne? Also manchmal steckt man da halt einfach nicht drin und die Tode sind halt einfach an Lucky hoch 10. Schade, wir gucken aber jetzt an der Stelle nochmal, ob wir... Ja, wir haben den Boy auf der Treppe auf jeden Fall gedroppt, aber wir haben außen hinten bei den Büschen durch den Baum haben wir nichts getötet. Wäre halt einfach absolut viel zu krass geworden. Deswegen, Freunde, war eine geile Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Tarkov-Video mit einer weiteren FireRaid-Waffe. Fände ich geil. FireRaid-Meta, welcome back, my friends. Welcome back to the FireRaid-Meta in Escape from Tarkov. Let's go.